Der Mann brachte die Alpen zum Glühen. Christian Flür war im Sturzflug unterwegs, auf Skiern, auf Pisten in Bayern und Tirol, rund um die Uhr. Das Ziel des Extremsportlers? Durchhalten, den Weltrekord brechen und 55.000 Höhenmeter abgreifen. Ob er es geschafft hat und wenn ja, wie? Wir waren dabei. Boxenstopp, wie in der Formel 1. Jetzt zählt jede Sekunde. Ja, also ich sag mal so, es war bis gerade am linken Fuß eine Druckstelle, die ist jetzt Gott sei Dank hoffentlich behoben, weil ich kriege jetzt einen neuen Skischuh und geht das ganz locker weiter. Neue Schuhe und neue Ski in 2 Minuten. Schon geht es wieder auf die Piste. Auf geht's, geht's auf. 10 Minuten mit dem Sessel rauf, in 3 Minuten wieder runter. So geht das schon die ganze Nacht. Christian muss Gas geben, denn er liegt zurück. Sein Team kann sich ausruhen, er nicht. An der Talstation wird nachgerechnet, ob der Weltrekord mit 55.555 Höhenmetern noch möglich ist. Die Schnapszahl wird schwierig werden, weil er zweimal unerwartet eine längere Pause einlegen musste. Das heißt, die wird sehr, sehr schwierig werden. Aber wie dem auch sei, wir sind momentan 4.000 Höhenmeter über dem alten Rekord. Ja, fantastisch. Ich hätte niemals gedacht gehabt, dass ich eine Pizza kriege, aber mein Team wird besser. Macht's möglich. 6 Uhr morgens. Den alten Rekord mit knapp 47.000 Höhenmetern hat Christian schon gebrochen. Eigentlich könnte er jetzt aufhören. Dann wird es endlich hell. Die allerletzte Fahrt. Um 8 Uhr und 2 Minuten, genau 24 Stunden nach dem Start, fährt Christian das letzte Mal den Berg runter. 53.577 Höhenmeter. Nicht so viel, wie er schaffen wollte, aber für den Weltrekord hat es gereicht. Jetzt ist erstmal der Weltrekord da, darüber freue ich mich. Ich freue mich jetzt auch auf ein Frühstück wieder am Tisch. Es ist maximale Kraftanstrengung, maximale physische und psychische Belastung. Und wir sind alle froh, dass er ohne Sturz so gut über die Runden gekommen ist. Der 12. Weltrekord. Eigentlich wollte Christian mit dem Rekordesammeln aufhören. Aber wie es ausschaut, will er noch mal antreten.